Um euch im Wettbewerb abzuheben, solltet ihr erstens euer Zielpublikum kennen. Commitment zu der Idee. Sehr geduldig sein, sehr ehrgeizig. Ein sehr gesundes Gespür für die Themen der Zeit. Mut zu scheitern. Große Ausdauer und ein inhaltliches Anliegen. Worin besteht der Mehrwert für die Rundfunklandschaft eines solchen Format-Festivals? Ich glaube, das ist vor allem, wieder gute Ideen an einem Ort zusammenzubringen, darüber zu diskutieren. Dass es hier um die Idee, um die intelligente Nutzung, Ausnutzung von Technologie geht. Und dadurch, dass es eben dieses Jahr zum ersten Mal den Prototon gibt, glaube ich, sehe ich da eine große Möglichkeit und eine große Chance eben für Leute, die sich bewerben. Die Rundfunklandschaft braucht neue journalistische Formate, um auch jüngere Generationen zu erreichen. Und wenn man danach fragt, was zukunftsweisend ist, einmal, es muss eine gute Idee haben. Also ich glaube wirklich, da gilt immer noch, Content is King. Wenn man mehr Spaß dabei hat, etwas zu lesen, zu hören, zu sehen. Dass man verschiedene Medien nutzt, Zwischenmedien nutzt und auch weiß, wie man damit umgeht. Ein Format, das zwar alle Kanäle und alle neuen technischen Möglichkeiten ausnutzt oder zumindest Teile davon, aber auch nicht übertreibt. Und es sollte eben auch sehr, sehr gut handwerklich recherchiert und gemacht sein. Ich wünsche mir für die Gewinner des Formatfestivals, dass es dabei nicht bleibt. Ich denke, der Gewinner wird schon eine große Aufmerksamkeit bekommen in der Branche. Und ich fände es natürlich wahnsinnig gut, wenn das Format, was gewinnt, eben auch, oder vielleicht nicht nur das, was gewinnt, sondern auch vielleicht schon eine Vorauswahl, dass sie einfach produziert werden. Aber man sollte nicht von Anfang an nur auf die Veröffentlichung schielen, sondern das Formatfestival ist auch dafür da, zu experimentieren. Man bekommt einfach Zeit dafür, um auch ohne den Produktionsdruck sich Dinge zu überlegen. Die Radio Wissen würde sich freuen, wenn mal was dann bei uns auch läuft, was wir in Potsdam ausgezeichnet haben.